So, ey, da bin ich wieder. Jetzt zum ehemaligen Lokalderby quasi. Dieses Match, es wird immer gespielt. Es muss gespielt werden. Ich verstehe nicht ganz so die Geschichte dahinter. Ich habe nur irgendwann so verstanden, okay, es müssen Spino und Chima immer spielen. Ja. For some reason. So auch heute, wo letztes Mal war bei dem NDM VIP-Bracket oder was auch immer, glaube ich. Und da dachte ich, hat Spino 3-0 gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Das weiß ich leider nicht. Jonas, können wir das eventuell rausfinden? Ich habe auch mein Handy gar nicht da. Aber ich sag jetzt einfach mal, so war's. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Regie schaut mal nach. Die Regie. Danke dafür. Danke, Jonas. Und wir schauen. Und er drückt ihm diese Backers wirklich. Er macht. Und dann auf den letzten Meter doch noch rangelassen wieder an die Ledge. Dieser eine Driftback von Falcon. Das hat mir mal. Es gibt manchmal diese Diskussion, wer hat eine bessere Recovery zwischen Sheik und Falcon oder wer hat die schlechtere. Ja. Und da hat mir dann einer gesagt, ja, er glaubt, dass Falcon gar nicht so eine schlechte Recovery hat, einfach dadurch, dass er so viele Versuche bekommt. Das stimmt, ja. Und der Gegner irgendwann, wie gerade eben, man dachte schon, Alex hat's. Also irgendein Mixer pittest du halt einmal, ja. Und irgendwann schaffst du es dann doch. Ja, das stimmt schon. Gerade mit Charakteren, die sich schwer tun, irgendwie dann mal einen Decisive Kill zu finden. Und immer nur so mit Rinse and Repeat Edgeguarden. Da ist es doch schwer. Und jetzt sind wir auch gleich wieder even auf. Jo, Spino hat ein paar Knees einfach ins Gesicht getroffen und wir sind wieder gleich auf. Jetzt geht's hier direkt weiter. Oh Gott, mutige Option. Was ist der da am Kochen? Weiß nicht, in welchem Universum das getroffen hätte. Wenn's getroffen hätte? Ja, wenn's ja. 3-2 hat er gewonnen doch beim NDM. Okay, gut, 3-0 wäre auch ein bisschen komisch gewesen, aber zumindest ist der ein letztes Set nicht allzu lange her, 2-3 Wochen, mit 3-2 für Spino. Allerdings ist ja auch Fima erst recht neu am Fox lernen. Also da ja, kann man. Also mittlerweile, er war jetzt schon echt auf einigen Turnieren, spielt Fox stimmt, auch schon eine Weile. Fast, ne? Ich weiß nicht, ob man ihm jetzt so. Noch so eine Neueinstiegphase. Weltenschutz wahrscheinlich. Nee, ist vorbei jetzt, ja. Ist vorbei, glaube ich. Jetzt, er spielt Fox jetzt wirklich serious und jetzt muss er uns auch zeigen, was er kann, würde ich sagen. Und er hat einen wirklich early kill mit einer Shine offstage bekommen jetzt. Okay, Spino, schauen wir mal, ob er es jetzt wieder zurückbringen kann. Spino hat seine Kills schon auch recht früh gefunden bis jetzt dieses Set. Jetzt muss er es halt nur noch zweimal machen, während Chima es nur noch einmal machen muss. Und sieht nicht gut aus für Spino, dass er da reinkommt. Ja, macht er halt zweimal irgendwie. Und da ist es schon, der Edgeguard. Okay, Two-Stock. Recht decisive. Ja. Ah, Spino lacht. Was hat ihm nicht gefallen? Ich bin eh überrascht, wie die auf Pokémon eigentlich gelandet sind. Weil das ist eigentlich eine Stage, die will Falcon unbedingt haben. Und Fox will da nicht unbedingt hin, oder? Nee, also als erstes zumindest. Nicht gegen Falcon, glaube ich. Da gibt es definitiv bessere Sachen. Ich denke mir halt, also ich hätte entweder gerne Yoshis oder FOD als Fox. Das hat er reingedrückt. Autschi. Der tut weh, schwer davon zurückzukommen. Ja. Mental. Aber gut, ja. Weil die Sache ist, ich glaube, in diesem Flex Best of 5 ist auch die Mentality ein bisschen anders. Für die Abwehr. Interessant. Aber hat geklappt. Ja, das ist sehr viel mehr Gewicht auf dem zweiten Spiel. In dieser Situation muss ich Spino jetzt eben denken, okay, wenn ich das nicht gewinne, ist es vorbei. Er kriegt keinen weiteren Versuch. Ja. Wenn er das jetzt aber gewinnt, kriegt er potenziell nochmal 3 Games. Ja, es ist schon wesentlich mehr Gewicht auf einmal auf diesem zweiten Counterpick. Der muss sitzen halt. Der erste Counterpick, Game 2, der muss sitzen. Da musst du dir einen guten Plan überlegt haben. Battlefield in dem Fall jetzt. Ich bin auch nicht im Kopf eines Falkenspielers drin. Ich weiß nicht, warum wir hier sind. Ja, schon eine gute Stage für Falken auf jeden Fall. Vor allem, weil die Recovery mit diesem quasi von links unter der Stage. Ja, so wie er es jetzt versucht hat gerade. Ja, und mit dem Taunt. Er hat ihn jetzt zweimal sehr early gescheinspiked und er fühlt sich sehr, sehr confident. Was kann auch immer mal backfiren auf jeden Fall, der Taunt. Das spornt manche Leute doch gut an. Ja, aber das Problem ist, Spino scheint wirklich seine Punches irgendwie. Er trifft keinen Tech Chase. Okay. Und dann trifft er den Uptilt nicht. Was machen wir hier? Nach dem Tor natürlich auch noch den Edgeguard kriegen, sonst ist das alles für nichts. Why are we here? Just to suffer.
vielleicht. Der Dash Attack? Okay. Ja, funktioniert auch. Alles, was killt, ist Spino hier auf jeden Fall glücklich drüber. Oh Gott, ich werde richtig nervös, wenn Spino irgendwie so hoch in die Luft springt. Oh. Da kann er sehr schnell rausgefischt werden. Ja. Nee. Aber er kriegt nichts raus, schon wieder. Bisschen schade. Das hat er gewusst. Ja, einfach stehen geblieben. Oh nein, wo war das Knie? Wo war es? Scheint ein bisschen aussehen. Ja. Und das war's. Da sind wir schon durch. Schnelle Matches hier auf jeden Fall. GG, das war sehr decisive, muss ich sagen. Ja. Sowohl jetzt das erste als auch das zweite. Da kriegen wir vielleicht sogar noch mehr Matches on Streams. Ja, ich würde gerne so dieses Mal, dass wir ein Best of 5 kriegen. Ja. Weil sonst denken die Leute, dass wir sich hier verarschen und wir nur Best of 3 spielen. Ja. Die kriegen ja von den Bands gar nichts mit. Die müssen denken, einfach Best of 3 durch. Aber nee.